das. Da hätten wir auch einen anderen Träger hier gehabt. Und es geht mir auch jeden Tag ein bisschen besser. Guten Morgen. Warum willst du den Tisch jetzt heute abschleifen? Ich will ihn nicht abschleifen, ich will diese Kackmucke da wegmachen. Ach so. Oder ist gestern schon wieder was zwischengelaufen? Wir haben ja diesen, also darunter ist der Esstisch von Bernds Oma. Und wir haben den mal so Auflagen, hier hat Bernd gebaut und ich habe gedacht, komm, mach so Ritzen da rein, das sieht doch schön rustikal aus. Da fällt aber alles rein, alle Stifte und so und dann, wenn mal was umkippt, dann ist da alles voll, machst dann auch Silikon da rein. Ja, weil auch wenn du die Naht zusammensetzt, ist ja immer noch eine Ritze, es läuft ja immer noch alles da rein. Das ist ja dann nicht dicht, deswegen frage ich. Ja, April? Acryl. Acryl, ja. Oder so. Genau. So, ich wollte mit euch zusammen meine neuen Brillen auspacken. Und zwar darf ich euch heute... Du darfst mir auch zuschauen. Den Online-Shop Aolia vorstellen. Ich habe ja viele ausgefallene Brillen und ich wurde oft schon angesprochen. Michaela, wo hast du die her? Und Aolia hat mich angeschrieben und dann habe ich mir den Shop angeguckt und die haben unendlich viele Brillen. Bitte damals jetzt auf. Und die sind unglaublich ausgefallen, die Brillen. Also, ich habe mir noch die normalsten Brillen ausgesucht, die es dort im Shop gab. Ich werde euch alles unten verlinken. Ich habe einen Rabattcode für euch mit Gudrun 15, spart ihr 15%. Und generell kann man sagen, die haben sehr günstige Brillen. Ich habe schon öfter Online-Brillen bestellt und ich habe damit durchweg gute Erfahrungen gemacht. Und zwar ist es ja mit der Sehstärke, ich habe jetzt keinen aktuellen Sehtest gehabt, meine ist 6 Jahre alt, mein Sehtest. Aber es hat sich nichts verändert, bei mir ist es einfach gleichbleibend. Aber ich könnte trotzdem mal einen machen. Also die kommen super gut verpackt an und ihr müsst den Pupillenabstand messen. Das kann man nachlesen, wie das geht, das ist total einfach. Ja, scheut da nicht vor. Es lohnt sich wirklich. Die Auswahl ist grandios. Ich habe mir so eine Sonnenbrille bestellt. Ich fand die so schön. Auf unserer Spanien- und Marokko-Tour habe ich vermehrt Sonnenbrillen getragen. Ich zeige euch die gleich alle nochmal in Nahaufnahme. Und die mit den Spiegeln, die fand ich richtig toll. Bernd sagt, die gefällt ihm am besten von allen, die ich mir ausgesucht habe. Ich sehe mich schon in der Türkei laufen. Gefällt die dir, Livia? Ja. Ja? Mir auch. Ja? Hier? Kannst du den Karton schon mal halten? Also die kommen wirklich sehr gut verpackt in so ein Luftpolster. Da kann ja quasi gar nichts passieren. Das ist auch noch eine weitere Sonnenbrille mit großen Gläsern und Gold. Ich mag ja, wenn das funkelt. Schreibt mir mal, welche euch am besten gefällt. Hello. Also, so sieht die aus. Mama. Ich finde die auch cool, aber ja, die andere finde ich tatsächlich cooler. Das kannst du haben, ja? Und nachdem. Bitte? Und nachdem. Ah, knacken? Ne, die knacken nicht. Ah, guck mal, Brillenputztücher haben wir dabei. Dann Transportbeutel und noch Taschen. Die sind hier drin. Ich habe 3 Taschen bekommen. So sieht das zweite Paket aus. Also, wo ihr die Brillen drin transportieren könnt. Ja, kannst du haben, mein Schatz. Schau dir die mal an, die Tasche. Und ich habe mir eine Brille bestellt, die nicht Sonnenbrille ist, sondern mit meiner Sehstärke. Ich habe die auch schon ausprobiert und es hat alles super geklappt. Mama, kannst du hier mal eine Brille reinpacken? Da habe ich jetzt keine Brille für, aber in deinem Spielzeugkiste da unten, da hast du Sonnenbrillen von dir drin. Die kannst du da reinpacken. In der weißen Spielzeugkiste, habe ich gestern noch sortiert. So, das ist jetzt mit Sehstärke meine Brille. Ihr wisst ja, ich mag immer so Cat Eye. Und ich habe immer Phasen, wo ich Brillen trage, wo ich das Bedürfnis habe, die zu tragen. Also ob meine Sehstärke manchmal besser, manchmal schlechter ist. Ja, die Mundharmonika. Und wenn ich aber welche trage, dann liebe ich es, wenn die hier oben so
hoch spitz zulaufen. Cat Eye. Gibt es einen eigenen? Könnt ihr suchen im Filter in dem Shop von Aolia. Ja, also die Sehstärke hat super geklappt. Ich kann damit gut gucken. Ich muss ja für weit weg gucken. Ich habe keine Gleitsicht oder so. Könnte ich langsam auch mal mit anfangen. Also ich müsste mal einen Sehtest machen, wenn ich einkaufen gehe und was lesen will. Das ist schon echt hardcore, das nah zu lesen. Aber hauptsächlich brauche ich, um alle in der Stadt zu erkennen, wenn ich mal spazieren gehe. Also meine Modelle, die ich mir ausgesucht habe, werde ich euch unten verlinken. Schaut gerne bei Aolia vorbei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Ich wollte die euch ja nochmal in Nahaufnahme zeigen. Diese, also die finde ich wirklich ganz toll. Der Rand, der ist so schön geriffelt. Dann meine mit Sehstärke, die Brille. Die hat hier so einen doppelten Rahmen. Und die zweite Sonnenbrille. Ich juice ja jetzt immer für 2 Tage, also ich bereite es heute vor und dann können wir es heute und morgen trinken. Das klappt ganz gut. Das ist dann immer so 100 Milliliter für Bernd und für mich pro Tag. Ja, das sieht aus wie Orangensaft, sagt Livia. Das geht jetzt in den Kühlschrank für morgen. Das teile ich mir jetzt mit dem Bernd. So, das ist unser Weizensauerteig. So sieht der heute aus. Ich habe den gerade eben gefüttert mit euch zusammen auf Instagram. Dort ist jetzt auch ein Highlight erstellt. So könnt ihr immer sehen, wie man einen Sauerteig ansetzt. Man kann das entweder mit Roggenmehl oder mit Weizenmehl machen. Je nachdem, was man backen möchte. Ich habe jetzt, also wenn der dann halt sauer geworden ist, einen Sauerteig aus Weizenmehl und einen aus Roggenmehl. Der aus Roggenmehl heißt Bernd das Brot, ganz originell. Und auf Instagram habe ich euch um Namensvorschläge gebeten für diesen hier. Und ich habe mich für Exi Ekmek entschieden, was so viel heißt wie saures Brot. Also, Exi Ekmek, herzlich willkommen in unserer Familie. So, also, die anderen sind alle draußen. Ich nutze die Gunst der Stunde, um ein bisschen Haushalt zu machen, in Ruhe. Ja, mir ist richtig kalt, ich bin richtig durchgefroren, die Sonne scheint draußen. Ich gehe gleich auch mal mit euch raus und zeige euch das. Es ist schönes Wetter, aber es ist heute der kälteste Tag der Woche. Ich glaube, es sind so, also für heute Mittag Höchsttemperaturen 17, 18 Grad angesagt. Aber jetzt sind es vielleicht 11 Grad. Mir ist kalt einfach. So, Staubsaugerroboter mitnehmen. Kann der hier im Schlafzimmer saugen. Und dann falte ich hier so lange die Wäsche weiter. Hier ist ein Lego.
Strähnchen machen, reinflechten, so eine lange, wie sie früher immer hatte. Mama, ja. Wo muss ich mich hinsetzen? Wo muss ich mich hinsetzen? Ich denke, ich soll dir eine Strähne machen. Ah, guten Tag. Sind Sie beim Friseur? Kommen Sie mal her. Sie können sich hier hinsetzen, wenn Sie möchten. Ich habe rosa zur Auswahl oder türkis. Welche Farbe möchten Sie? Rosa. Okay, dann setzen Sie sich mal hin. Möchten Sie auch ein Glöckchen haben am Ende Ihrer Strähne? Ja. Gut, dann mache ich das mal fertig. Die Uhr. Ja. Taschentuch? Ja, ich habe Taschentücher. Hier. Dankeschön. Bitteschön. So, dann setzen Sie sich mal schön hin, lieber Kunde. Oh, Sie machen ja schöne Musik. Was haben Sie da für ein Instrument? So was kann dein Instrument? Dingelbär. Jingle Bell, Jingle Bell. Sollen die ganz lang sein, die Strähne? Ja. Gut. Damit auch mal. Die lassen wir immer so eine Woche oder 10 Tage drin. Dann sieht das nicht mehr so schön aus, weil die Wolle dann, ist ja so ein Acryl nur, nicht mehr so schön ist. Aber da haben immer alle Mädchen Spaß dran, ne? Alle finden das immer toll, wenn wir denen das machen. So, fixiert. Ja. Kann bitte mir helfen, dabei das Auto machen. Ja, Moment. Ich fixiere gerade die Strähne mit einem kleinen Haargummi. So. Dann helfe ich dir, das aufzumachen. Du, deine Fliege kann mal den Monitor haben. Die Mundharmonika? Ja. Darf ich die mal haben? Warum? Weiß ich auch nicht. So. Hier, bitteschön. Dankeschön. So, bis hier mache ich die Strähne, ja? Das reicht. Länger nicht. Zack. Moment. Hier muss ein Knoten rein, damit das Glöckchen dran bleibt. Noch eine Strähne oder reicht eine? Darf ich mal die Mundharmonika bitte haben? Ja, klar. So, ich habe jetzt noch ein Rezept rausgesucht für Löwenzahnsirup. Das wollte ich ja gerne machen, bevor wir wieder abreisen. Ich habe nämlich keins mehr. Und für alle, die das auch kochen wollen, wir brauchen 100 Gramm frisch gepflückte Löwenzahnblüten, 400 Gramm braunen Rohrzucker und 2 Zitronen. Ich nehme die doppelte Menge, weil ich möchte ein bisschen mehr machen, weil wir das wirklich alle gerne essen. Aber ja, das machen wir dann in der nächsten Woche machen wir das mal. Jetzt gehe ich mal zum Wohnwagen, meine Stifte rausholen und sortieren. Da war schon baden. Die Wiese ist auch sehr nass. Aber das Wetter ist prächtigst, ne? Ich wollte einmal meine Stifte aus dem Wohnwagen holen. Danke. Ja, komm, hast du Schuhe an? Zieh die Schuhe an, mein Schatz, oder? Ist dir das nicht zu kalt? Ist zu kalt. Lalalala. So. Einmal den Ausblick genießen. Ah, ist das schön. Ist das schön. Wo ist denn hier unser Trittlevier? Weißt du das?
Ist dein Spielzeugfach leer? Schau mal da rein. Ja, der ist schon ziemlich leer geräumt, der Wohnwagen. Am Freitag bringt Bernd den weg. Ist leer dein Spielzeugfach, ne? Autsch, was hast du? Ja, ich weiß, deswegen habe ich ja gesagt, zieh Schuhe an. So, genau, das nehmen wir alles mit rüber. Wir können das mal durchsortieren. Ja, die Tischplatte fertig gemacht. So sieht der Tisch dann immer aus. Da ist halt wirklich alles dazwischen gegangen. Ich mache das jetzt sauber. Und Bernd schleift die Platte ab und macht, ich weiß nicht, ob er abschleift, aber der macht die halt die Löcher da weg und dann ist das erledigt, endlich. Das sind Streichhölzer, mein Schatz. So, ich brauche einen Lappen. Die sind aus, ne? Aua, oi, 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 oi. Sprüh mal den Tisch bitte ein, Livia, mit dem Reiniger. So. Auf den Lappen. Klappt's? Ah, super. Schön oben drauf sprühen, bitte. Ach, wollen wir denn unsere... Ach, hier ist auch noch... Guck mal, Papa, hier ist noch eine Wärmflasche. Dann lass sie doch für den Wohnwagen nehmen. Die andere ist aber schöner. Dann nehmen wir die andere mit, da können wir die ja für hier lassen. Ja, ich komme, ich suche Blätter, Livia. Hier, ein großes Riesenblatt zum Malen. Mach mal hoch deine Farbe. So, guck mal. Wasser, Wasserfarbe. Wunderbärchen. Dann kann ich ja jetzt Stifte sortieren. Haben wir nämlich gesammelte Werke. Und wir haben noch die und die. Dann kann ich sie mal alle durchgehen. Anspitzen. Ich mal gleich auch mit. Ja, ich räume eben hier alles auf, die Stifte, ja? Das ist die meine Farbe. Das ist dein und meine. Ist das unseres? Ja. Schön. Das geht nur um nach Mama und meine. Okay. Mama und meine. Danke, dass du alles mit mir teilst. So. Mein bester Freund, wenn ich am Essen bin. Wir kriegen jetzt Besuch, wir warten quasi nur, ne? Deswegen schleifst du aktuell nicht weiter den Tisch, richtig? Ich schleife den nicht weiter, weil das Öl trocknen muss vom Rand. Ja. Ein bisschen antrocknen, sonst würde ich halt voll sauber mit der Okay. Zähne. Verstehe. Ich hab's nur nicht. Schick dein Jacke drin. Super, mit Minimaus? Ja. Brauchst du Hilfe beim Anziehen? Ja. 17 Grad haben wir heute. Ich habe jetzt extra geguckt. Mir ist den ganzen Tag kalt schon. So kalt, dass ich Pulswärmer und Stulpen angezogen habe. Ich friere so stark. Aber ich merke schon jetzt, dass das hilft. Das wird wärmer. Jetzt ist es so angenehm. Ja, ich wollte jetzt inhalieren eigentlich. Deswegen bin ich in die Küche gegangen. Ich wollte mir das fertig machen. Ich habe gerade eine ruhige Minute. Und es ist immer so angenehm für die Nebenhöhle. Und ich mache mir immer einfach einen Topf. Und den nehme ich dann immer wieder. Die ganze Zeit wärme ich das einfach immer wieder da drin auf. Ich hatte aber letzte Mal diese Erkältungscreme genommen von DM. Und die ist ja so, die ist halt zum Einreiben. Und das war so ein bisschen schmierig und doof im Topf. Deswegen habe ich diesmal mir überlegt, ich nehme Eukalyptus. Das ist Lemon
Öl. Eukalyptus, naturreines Öl. Und dann klebt das und schmiert das nicht so. Das war echt eine eklige Sache. So. Oh ja, oh, das riecht so gut. Wir haben auch Mentholkristalle aus der Türkei. Ah, die sind echt hart. Die sind, boah, wenn ich davon 3 Stück in die Badewanne mache, dann ist das echt extrem. Ich zeig die euch. Die sind so intensiv. Aber für die Badewanne ideal. Ich zeig die euch. Wir hatten die früher auch im E-Zigarettengeschäft. So sind die. Also die sind echt klein. So Kristalle. Wir haben in Istanbul, glaube ich, auf dem großen Bazar. Heißt der Sultan-Bazar? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber damit bade ich echt gerne zurzeit. Also täglich. Ja, täglich nehme ich hier ein großes Bad. Aber wenn ich davon einen in den kleinen Topf schmeißen würde, dann würden mir die Augen so tränen. Deswegen mache ich das besser nicht. Oh, ich liebe das, wenn man erkältet ist und dann so dieses Menthol. Ja, wie geht's mir heute? Also ich bin ja nicht die Einzige, die das hat. Ne? Bernd ist ja schon wieder relativ fit. Livia hat immer noch so Rotzenase, also es ist wirklich diesmal sehr langwierig. Auch in Deutschland, wo wir waren, sind die Menschen ja, also haben, glaube ich, dasselbe, weil wir alle so nacheinander. Und auch die kämpfen noch damit. Also ich bin nicht alleine, dass es so langwierig ist. Es ist unglaublich, ja. Weiter schon, ja, schon ist übertrieben, ne? Also habe ich euch ja schon gefragt, ne? Wäre ich wirklich bettschonend? Also für meine Verhältnisse schone ich mich zurzeit sehr viel. Ich sitze viel und es juckt mir in den Händen. Aber ich zwinge mich, weil heute ist Mittwoch. In 10 Tagen, 11 Tagen geht unsere Türkei-Tour los. Und da wäre ich schon gerne fit. So, draußen ist ein Regenbogen. 2 Regenbögen, die sind jetzt alle draußen Regenbogen gucken. Und ja, es kehrt jetzt Ruhe ein. Ich räume auf. Smurfy, gehst du runter da? Ich glaub's ja wohl. Er darf nicht raus, weil er ist jetzt gerade getrocknet worden. Die Pfoten wurden trocken gerubbelt und dann schimpft er immer ganz doll, der Smurfy. Deswegen darf er jetzt gerade nicht raus. Ihr hört ja, was er davon hält. Ich wollte den Vlog beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen in alter Frische. Tschüss!